Hallihallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Super Mario Sunshine. Erinnert ihr euch, also wir waren auf der Suche nach der letzten roten Münze und wisst ihr was? Ja, ich hatte recht. Ich hatte vermutet, sie sei im Untergrund. Konnte mir das auch nicht vorstellen. Tatsächlich, sie ist so asozial versteckt. Und ich weiß auch nicht, ob ich mit der Raketendüse hinkomme. Das ist das Problem. Weil die ist eigentlich so gedacht, dass man da noch keine Raketendüse hat. Oh Gott, das wird jetzt so schwer. Boah, ey. Also wenn ich das mit Raketendüse schaffe, ey. Alter Vater. Sie ist da oben. Man sieht den Schatten durch. Also ich weiß nicht, ob man es im Let's Play sieht. Aber genau da sieht man den Schatten durch, wenn man ihn sieht. Falls man ihn sieht. Und ich habe zu wenig für die Raketendüse. Scheiße. Oh Gott. Ich dachte, ich fliege jetzt runter. Boah. Alter Vater. Erstmal brauche ich Power. Ich weiß nicht, ob man sie von hier sieht. Da ist sie. Alter, wie kacke kann das denn bitte sein? Ich habe keine Ahnung. Ich brauche jetzt erstmal Wasser. Trottel. Kannst du nicht gucken, ey. Mann, was ist denn los mit den Leuten nur? Ich verstehe es nicht. Sie labern, also sie machen die ganze Zeit so einen Scheiß und weiß ich nicht. Alles doof. Ich hätte zumindest echt gern die ersten 8 Insignien. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch 2 weitere. Ich muss mal gucken, was es da noch gibt. Es gibt auf jeden Fall, glaube ich, noch 2 weitere. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Boah, ey, ich will das nicht. Ich dachte, naja, wird total easy und alles. Aber nein, ich muss mir jetzt erstmal die Raketendüse holen, mit der man eben eine Rakete hat, statt die Schwebefunktion. Mit der Schwebefunktion wäre das alles total easy. Okay, passt. Ist die Frage, wie mache ich das? Fuck. Scheiße! Ich dachte, ich schaff's ohne die Rakete. Ja, leck mich am Arsch, ey. Ich krieg das. Okay, alles nochmal von vorne. Scheiße war's. Schlecht war's, ey. Aber. What the fuck? Ich dachte gerade, ich lauf zu weit. Mir wurscht. Ich bin drin. Ich will zumindest alle 8 Level, also alle 8 Insignien hier haben. Das wäre mega lustig hier. Story noch nicht gemacht und schon eine Welt abgeschlossen, so ungefähr. Boah, jetzt ist die Frage, wo ich da jetzt am besten hinlaufe. You fucking kidding me? Du warst überhaupt nicht am Sliden. Alter, was auch immer. Ich glaube, wir mussten hier runter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir mussten da so einen ganz speziellen Weg, um auf das Ding drauf zu kommen. Ah, ich glaube, ja. Ja, ist im Endeffekt, ist das Tutorial, das ich gesehen habe, ist im Endeffekt hier. Hier diesen Gang runter, glaube ich. Es ist natürlich klar, dass das die erste ist, die ich mir hole. Weil wenn ich hier scheitere, dann will ich nicht alle nochmal holen. Der ist im Endeffekt dieses Tutorial, also diesen Gang hier runter. Und dann konnte er irgendwie hochklettern. Und dann war er oben drauf. Und dann muss er halt nur noch wieder an der richtigen Stelle runterkommen, dass es nicht schief geht. Weil ich glaube, dieses Gitter ist gemein. Wenn man da einen Fehler macht, man kann hier außen rum. Und das geht nicht so weit, wie man denkt. Das geht nicht so weit, dass man hier... Okay, das hat funktioniert. Jetzt bin ich hier oben. Und jetzt ist mein Ziel im Endeffekt, dass ich irgendwie da hinten hin möchte. Ich hoffe, ich war hier richtig. Ich hoffe echt, ich war hier richtig. Lol, ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Nein! Fuck! Als ob, ich hätte einfach nichts drücken dürfen und ich wäre stehen geblieben. Ich dachte, ich bin zu weit. Nein! Tja, so verliert man sein Leben. So verliert man sein Leben wieder. Aber ich schaff das. Boah, das sind aber auch einige echt gemeine rote Münzen dabei. Aber egal, ich will das schaffen. Ich will das schaffen. Ich will diese Reihe voll haben. Ich will! Bäm! Ist mir wurscht! Alter, aber wie gemein kann man bitte sein?
Ich lauf da hier. Lol, Mario, was tust du? Normalerweise wirst du schneller bei der... Na, egal. Wo war das hier? Okay, ich krieg das hin. Warum sollte ich es auch nicht hinkriegen? Keine Ahnung, ich will das schaffen. Ich will diese verdammte Welt fertig machen, bevor ich irgendwas mit der Story anfange, außer halt das, was man bis zu dieser Stelle machen muss. Okay, das habe ich geschafft. Jetzt kann man hier diesen Weg ganz langsam entlang. Der ist dann natürlich voll abgekürzt, ne? Der hat das Level schon dreimal versucht, so ungefähr, bevor er überhaupt auf die Idee gekommen ist, zu zeigen. Von daher hatte der weniger Probleme als ich, aber ey, das habe ich doch souverän gelöst. Damit haben wir die erste rote Münze safe. Es geht nur noch darum, wie komme ich wieder runter, ohne dass irgendwas explodiert. Das wird jetzt gar nicht so einfach. Welche von denen ist am easiesten, am einfachsten zu erreichen? Oh Gott. Ja. Lol, ich bin sogar so weit hinten gewesen. Ach. Fuck, ist das gemein! Okay, nächster Versuch anders. Ah ja, ich hätte es auch einfacher machen können. Ich krieg das hin, ihr seht schon, die Marios nehmen wieder ab. Aber cool zu wissen, ey, mit diesem Yoshi, den kannst du übelst abstecken, ey. Okay, mir egal. Hauptsache, ich fall nicht wieder runter. Mir egal, Hauptsache, ich fall nicht wieder runter. Ich hab's zweimal geschafft, hier hochzukommen. Alter, ey, meine Mario-Skills müssen jetzt besser werden. Es führt kein Weg dran vorbei, meine Mario-Skills müssen einfach besser werden. Das ist definitiv so. So, okay. Oh, das ist echt nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Diese rote Münze ist böse. Alle anderen sind schaffbar. Alle anderen schafft man. Aber diese eine, wenn man die hat, ey, ei, ei, ei. Und eigentlich sollte ich das hier nicht tun, weil ich werde eh nicht in jeder Welt alle 8 Level machen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich weiß gar nicht, warum ich das mache, aber egal. Na gut, dann versuchen wir unser Glück erneut. Ach, er ist, glaube ich, hier auf die rechte Seite. Er ist, glaube ich, hier und dann dahinter. Ja, ich weiß nicht, was davon besser ist. Jupp. Wow. Uiuiui. Gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich muss mich nur anstrengen. Ich werde jetzt etwas anderes machen. Ich werde jetzt hier einfach nach rechts laufen. Also hier nach links. Und dann habe ich es nicht. Ja, genau, sowas sinnvoll. So muss man das machen. Lol. So lächerlich, ey. Dann machen wir wieder den hier. Dann haben wir das Wichtigste auch schon geschafft. Weil das war die schwerste. Dann nehme ich jetzt die zweitschwerste. Das ist die bei den Bienen. Also nicht bei den Bienen, sondern bei den anderen Bienen. Lol. Eieieiei. Mach die jetzt einfach durch. Ihr könnt mir gar nichts, ihr Drecksviecher, ey.
Okay, welche ist dann die schwerste? Ich glaube, der Rest ist eigentlich relativ trivial. Also hier, die hier. Sehr easy. Dann war eine da hinten drin. Nicht hier. Genau, eine war da oben. Oh ja, die war auch hart. Ich sehe nichts. I don't care. Weg hier. So, und jetzt geht die Sucherei los. Ich hatte noch eine in der Kiste auf jeden Fall. Dann hatte ich eine siebte da oben. Die achte war... Wo war die achte? Wo war die achte? Glaube ich hier irgendwo, ne? Ah, die war auf dem Grund von dem Wasserding. Ja, die siebte ist das, ne? Die achte ist dann oben mit der Raketendüse. Oh, nice. Easy, ich weiß gar nicht, wer sich hier beschweren will. Ich bin mega gut in dem Spiel. So, das schaffe ich auch. Wenn ich was sehe, schaffe ich das auch, den Sprung. Easy, ich weiß gar nicht, was ihr alle habt. Ich bin so gut in dem Spiel. Naja, bis auf das. Das geht manchmal und manchmal geht's einfach nicht, weil Mario keinen Bock hat. Schaffe ich das jetzt oder ist das zu hoch? Zu hoch. Lächerlich. Ah ja, stimmt, das geht ja nicht. Da muss man normal drauf. Und dann kann ich, wie war es hier hoch? Und jetzt wird es wieder lustig, jetzt muss ich da wieder irgendwie hoch. Oh, das wird ein Spaß. Ich weiß nicht, wie ich das gerettet habe. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerettet habe. Okay, also das ist... Ich... Oh Gott, geschafft. Okay, jetzt muss ich noch da hoch. Und dann spawnt sie auch schon, die Insignia. Oh nein. Ich treffe nicht. Oh, aber ich lebe. Bam! Jetzt spawnt sie nicht da hinten, was der gemeinste Ort ist, wo so eine Insignia spawnen kann. Aber wir haben sie sogar im Blick. Ich glaube, mir jetzt sogar. Drehen wir uns mal hier um. Ich glaube, ich kann loslassen. Nein! Also noch einmal. Mann! Oh, das ist so böse. Ich hasse die achten Welten. Ich hasse sie alle. Sie sind alle nicht gut. Sie sind alle echt nicht gut. Ich hasse sie alle. Ich hasse sie alle. Aber ich will das jetzt. Das ist mir jetzt egal. Diese Welt wird fertig gemacht. Und also sie ist dann noch nicht ganz fertig. Aber der Rest, den mache ich später. Der ist... Weil für den Rest müsste ich den Yoshi-Skip nochmal machen, aber jetzt, das ist schwer. Der Yoshi-Skip ist richtig böse. Ja, sehr gut gemacht, mein Bester. Okay, ich krieg das hin.
trotzdem ärgerlich wie Sau, ey. Das hätte ich mir jetzt echt nicht... Aber das hätte ich mir echt sparen können. Das ärgert mich. Das hätte ich mir sparen können. Okay, wenigstens klappt das mittlerweile. Nein, falsch. Okay, die erste rote Münze kriege ich hin. Die restlichen sind ja dann kein großes Drama mehr. Lediglich die zweite, die ich mir immer hole, ist ein bisschen schwieriger. Das sei mal dahingestellt. Oh, ja, passt. Okay, passt. Passt alles, nice. Ich weiß gar nicht, ob man das sogar so schaffen würde. So. Okay, also das geht nicht, schade. Okay, die nächste ist dann die hier, wenn ich eh auf dem Weg bin. Okay, ob das so gewollt ist, dass man sich da festhält, weiß ich nicht, aber egal. Okay, nice. Das sollte es ja dann schon gewesen sein. Puh, okay, Mist. Jetzt, ich muss mir die echt mal alle merken. Jetzt kommen die ganzen Bösen. Ich sollte eigentlich die nicht machen, weil die kostet Zeit, aber die ist einfach. Da stirbt man eher selten. Wo hatten wir eine? Wir hatten eine da hinten. Wir hatten eine... die andere gewesen. Die andere schon gesagt, die Alter. So, und die letzte. Ah ja, die war im Baum. Ja, lol. Die, wo ich sonst immer so als erste sammel, die habe ich jetzt vergessen. Das ist auch nicht schlecht. Zack. Oh, das wird knapp. Aber easy. Ich weiß doch, wie das geht. Ich bin noch gut in dem Spiel. Bam, der Allerbeste, wie keiner von mir war. Bester Mario. Und ich habe immerhin ein Entenkostüm an, also... Fürchtet mein Entenkostüm. So, hoch. Und dieses Mal werde ich wirklich absolut auf Nummer sicher gehen, dass das genauso wird, wie ich mir das vorstelle. Fick dich! Und ich meine nicht Mario, ich meine diese Kackkamera! Naja, wurscht. Holen wir uns nochmal Wasser. Das ist echt gut, dass diese Düsen jeweils aufgefüllt werden. So, Mario, ich möchte jetzt nicht, dass die Kamera mich verarscht. Danke. Als ob. Ah, das war nix. Wurscht, 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 alles gut. Boah. So, okay, nice. Damit haben wir wieder alle rote Münzen. Und dieses Mal werde ich auf dieses Kackding warten, ey.
mach das diesmal so. Mir wurscht, mir wurscht. Oh yes, oh, alle acht der letzten Welt. Bam, es hat nur 6 Parts gedauert. Sicher nun weiter, gut. Ich guck jetzt mal schnell in dem Part jetzt noch nach, was man sonst noch so in Pianta Village kriegen kann. Shine Sprite, so. Okay. Secret. Es gibt... Oh ja, oh ja, oh ja, okay. Es gibt noch 3. Get Yashi, genau. Okay, ja, das ist die rote Münze. Lol, okay, die hole ich mir noch auf jeden Fall. Eine hole ich mir auf jeden Fall noch. Okay, das mache ich jetzt noch in dieser Episode. Also, man erhält in jedem Level. Wir kennen aktuell den hier. Können wir uns übrigens mal angucken. Die antike Heimat der Palmer wurde in einem riesigen Baum gebaut, um sie vor Tieren zu schützen. Und in dem Dorf gedeihen Riesenpilze. Nicht schlecht, ne? Man kann in jeder Welt kann man auf jeden Fall noch 100 Münzen sammeln. Dann kriegt man einen Sprite. Aber das ist gar nicht, was ich möchte. Was ich möchte, ist, ich möchte nochmal hier hingehen und mir noch eine einfach holen, dass wir 10 haben. Wir haben 10, bevor die Story überhaupt losgeht. Bevor wir wissen, was los ist, haben wir 10 von diesen Dingern schon geholt. 120 gibt es, glaube ich, insgesamt. Irgendwie so um den Dreh rum. Ich möchte gar nicht weit. Das ist nicht relativ easy, was ich jetzt machen möchte. Ich bin besser geworden in dem Spiel. Ich hatte früher mega die Probleme mit dem Dreisprung. Ich habe die nicht geschafft. Also von hier komme ich doch rüber, ne? Ja, okay, das war jetzt nicht, was ich wollte, aber egal. Es reicht, um dort zu landen. Denn es gibt eine sehr gemein versteckte, finde ich. Also, okay, vielleicht ist sie gar nicht so extrem gemein versteckt. Das ist schon ziemlich offensichtlich. Aber nicht für mich! Wir müssen nochmal hoch. Was natürlich total super ist, weil ich jetzt diesen Kack nochmal machen muss. So, diesmal machen wir es gleich so. Okay. Boah, im First Try. Okay, wir müssen nochmal hoch zur... für uns dieses Mal ersten roten Münze. Und jetzt sieht man es ja hier schon. Und was? What? Hä? Was? Man soll die ansprühen, da erscheint angeblich eine. Oh, wait. Wie geil! Wie geil ist das denn bitte? Das ist ja mal eine Hammer! Shine Sprite. Alter, die hätte ich nie mal selber gefunden. Ohne diesen Ratgeber nicht. Aber jetzt haben wir 10! Und wir haben die Story noch gar nicht begonnen. Lustigerweise, mit 10 Sprites schaltet man normalerweise schon die dritte Welt frei. Wir haben die erste noch nicht, weil wir dafür erstmal dieses braune Glibberzeug wegmachen müssen. Und spielen in der 7. Welt so. Weißt du? Was man jetzt noch machen könnte, wäre theoretisch 100 Münzen sammeln, aber das geht, glaube ich, ohne Yoshi nicht. Und es gibt im Yoshi-Level, also da, wo man sich reinglitschen muss, da gibt es auch noch eine. Aber ich will mich da jetzt nicht nochmal reinglitschen für eine. Zumal es auch ziemlich schwer ist, weil das ein Zeitlevel ist, wo man dieses komplette Ding nochmal durchmachen muss. Und man muss aber alle roten Münzen muss man finden, wo es gibt. Alle.
Also 8 Stück gibt es dann in dem Level, die sind versteckt und die muss man finden und man hat Zeit, 3 Minuten und man muss das schaffen und dann spawnt da halt eine zweite Insignie. Ja, das ist so mega schwer. Das ist so mega schwer. Ich habe das so gut wie nie geschafft und ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Vielleicht mache ich es in diesem Let's Play, weil bisher spiele ich eigentlich echt gar nicht mal so scheiße. Ich habe sogar 21 Marios, weil ich diesen Yoshi-Glitch so oft versucht habe und es immer 2 One-Ups gehabt. ja, okay. Falls euch diese Folge gefallen hat, sind ja doch wieder 25 Minuten gewesen, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, wenn ihr mich heute verfolgen wollt. Ich warte jetzt erstmal das Feedback ab und gucke dann, ob ich so verkleidet weitermache mit meinem wunderschönen Mario-Schnauzbart. Je nachdem, also ich warte jetzt einfach mal. 6 Folgen ist auf jeden Fall genug. Da ich jetzt dieses Let's Play nur alle 2 Tage bringe, weil ich das Feedback gekriegt habe, weil ich zu viele Folgen bringe, habe ich jetzt erstmal ein bisschen wieder Folgen frei, wobei ich die hier anders schneiden muss. Also das wird wieder alles schwierig. Egal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Mama Mia! Depp, 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 Mario, depp, depp, Mario, Mario, depp, 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 Mario, depp, depp, Mario, Mario, depp, 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 Mario, depp, depp, Mario, Mario, depp, depp.